meine Familie, meine Großeltern, haben sie auch wortwörtlich so gesagt, würden niemals von mir erwarten, dass ich mich irgendwann mal um meinen behinderten Onkel kümmere. Und trotzdem weiß ich für mich, dass ich einfach aus Liebe zu meiner Familie und aus Liebe zu meiner Mutter, dass ich mir darüber Gedanken mache, was könnte es gebrauchen. Also der Beruf einer Gesundheits- und Krankenpflegerin ist ja eigentlich ein sehr schöner Beruf. Er verbindet uns täglich mit Menschen, die in einer besonderen Situation sind. Und mir macht es eigentlich besonders viel Freude, dem Patienten auch Hoffnung zu geben oder sie halt auch in schwierigen Situationen zu begleiten. Ich würde so diesen Beruf eigentlich niemandem mehr empfehlen, weil der uns Pflegende im Krankenhaus krank macht. Weil wir uns tatsächlich zeitweise wie am Fließband vorkommen, weil immer mehr Patienten durch deutsche Kliniken geschleust werden. Und ich werde nicht vergessen, wie meine Großeltern um eine Mitfinanzierung für einen Umbau von einem Lichtschalter, um die Dusche zu vergrößern, wirklich mindestens 5, 6 Schreiben aufgesetzt haben, wo es um wenige 100 Euro ging und die da, weiß ich was, ein Zehntel von einem dicken A4-Ordner irgendwie eingenommen haben. Es ist ein Wahnsinn, was das für ein Bürokratieaufwand ist. Also ich habe das schon erlebt, dass ich früh auf Arbeit gekommen bin und am liebsten wieder nach Hause gegangen wäre, weil ich sofort gehört habe, was heute alles zu tun ist, und ich wusste, ich werde meine Arbeit definitiv nicht schaffen. Und das ist etwas, was innerlich einen totalen Stress hervorruft. Da schlägt das Herz schneller, da weiß man, ja, da hat man das Gefühl, am liebsten würde ich mich jetzt in der Ecke stellen und einfach nur anfangen loszuheulen, weil ich werde mir nicht gerecht und dem Patienten erst recht nicht. Kann man bei der Pflege und bei den konkret Pflegekräften sagen, dass es eine ganz andere Sicherheit auch für die geben muss, damit sie nicht einfach nur schnell von A nach B rennen und ihre Kunden abarbeiten, sondern irgendwie auch die Möglichkeit dazu haben, ihr Gegenüber kennenlernen zu können, ihr Gegenüber begleiten zu können, aktiv zuzuhören und eine zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen. Also für mich waren wichtiger Punkt mitzubekommen, dass was nicht stimmt in diesem System, als ich gemerkt habe, dass Patienten entlassen worden sind aus dem Krankenhaus, ohne dass ich das Gefühl hatte und sehr offensichtlich erkennbar war, dass die Patienten nicht genesen sind. Und auch das Pflegesystem an sich, die ganze Privatisierung in den letzten 20 Jahren und die Verschärfung in den letzten Jahren vor allem darin, dann sehe ich darin nur eine Gesellschaft, die mehr und mehr pervertiert. So. Mir wäre es wichtig, dass man keine Angst hat, sich dagegen auch zur Wehr zu setzen, weil wir im Sinne aller Menschen handeln. Was definitiv fehlt, ist das Interesse am Menschen an sich. Ich bin fest davon überzeugt, dass man durch einen Pflegeaufstand etwas an dieser Systematik ändern kann. Und das bedarf natürlich immer die Solidarität. Ja? Ich meine, wir gehen in Auseinandersetzung für uns und für unsere Patienten. Und wir gemeinschaftlich können es erreichen, dass an diesem System auch was geändert wird.